Ja, es ist die einzige, die so sich jetzt dem Spiel ein bisschen ihren Stempel aufdrücken kann. In der Hoffnung sicherlich, dass vorne endlich mal es klingelt. Ich denke mal, wenn das erste Tor gefallen ist, fällt es auch Schwerin etwas leichter. Aber dazu muss es erstmal klingeln im Netz. Ja, jetzt kommen auch die Zuschauer dazu. Wollen die Mädels Mut machen und jetzt die Möglichkeit, da ist das Tor. Sarah Bischoff mit dem 1:6 und das ist jetzt vielleicht der Auftrieb, gibt vielleicht den Auftrieb, von dem du gesprochen hast. Und die Mädels reden sich da Mut zu. Ja, die Abwehr ist jetzt auch gleich lautstärker. Merken, hier geht was. Hier muss was gehen und das geht natürlich nur über Kommunikation in der Abwehr. Dass jeder jedem hilft, das war zu Anfang jetzt nicht der Fall. Deswegen mal gucken jetzt. Jetzt die Hoffnung, jetzt bringen sie die erste Sperre gegen die Manndeckung. Hat zwar im ersten Moment, sah im ersten Moment gut aus, hat aber letztendlich nicht funktioniert. Sie hat sich festgelaufen. Und das ist ein Winkel, aus dem der Ball natürlich nie und nimmer rein darf. Und letztendlich landet er am Pfosten. Ja, schon gar nicht als Rechtshänderin darf der Ball schon gar nicht mehr auf den Pfosten kommen. Muss eigentlich leichte Beute für den Torwart sein oder natürlich auch für den Abwehrspieler, der dementsprechend richtig zustellen kann. Ja, und Jule Schiller jetzt mit dem zweiten Treffer für Grün-Weiß-Schwerin. 2:6 und wieder aus derselben Position. Jetzt scheint dieser Knoten doch ein wenig geplatzt zu sein. Bleibt zu hoffen und zu wünschen. Und der Stürmer-Foul gepfiffen. Trotzdem bin ich der Meinung, der lauteste auf Schweriner Seite darf nicht der Trainer sein. Na doch, na klar, er versucht ja mit im Spiel einzuwirken, das mit seinen taktischen Maßnahmen, indem er was ansagt, ob er nur jetzt etwas früher erkennt, wo ein Wechsel passiert oder wo die Kombination vielleicht enden sollte, bei wem der Torabschluss passiert. Deswegen ist schon wichtig, dass ein Trainer das auch ein bisschen miterkennen kann und dementsprechend auf seine Spielerin schade einwirken tut. Ja, da stimmt die Abstimmung nicht. Also gegen die richtige gestaffelte Abwehr findet man noch nicht so das Mittel auf Schweriner Seite. Gar kein Mittel. Das sind zwei einfache Tore gewesen, über die zweite Welle. Das muss natürlich auch aus dem spielerischen Bereich funktionieren irgendwann. Jetzt gibt es erneut 7 Meter für Güstrow Bilzo und der Torwartwechsel von Laura Fischer auf Annika Konz. Und wieder ist es Cassie Marie Schaska. Sicher vom Punkt. Ihr dritter Treffer, jetzt weiter per 7 Meter. 2:7. Und da bleiben die Unsicherheiten, der Ball war aus. Auf Schweriner Seite, sie kriegen die Sicherheit doch nicht ins Spiel rein jetzt. Ja, es geht damit los, der Ball wird nicht vernünftig gepasst zum Mitspieler. Dann hat man wahrscheinlich auch Probleme, den Ball zu fangen, weil er nicht genau auf Zuspiel kommt. Und daher kommen diese technischen Fehler zustande. Und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile auch schon 5, 6, 7 sind es bestimmt. Und das heißt es natürlich, in Kürze abzustellen und zu minimieren, weil somit kann man sich das ganze Spiel kaputt machen. Jetzt gut aufgepasst von der Abwehr. Jetzt hier Jule Schiller und raus auf die Außen. Und nun trifft sie auch. 3:7. Das war mal schön gespielt, klasse ausgespielt den Konter. Oder wie man im Handball sagt, Tempo-Gegenstoß. Das kann man nennen, wie man möchte. Konter, Gegenstoß, erste Welle, zweite Welle. Es gibt so viele Fachbegriffe dafür, es ist keiner falsch. Und. Ja. Jetzt gibt es nochmal 7 Meter für Bezug Güstrow. Der dritte und jetzt bleibt Laura Fischer im Tor. Vielleicht kann sie ihre Form ja mitnehmen und auch mal diesen 7 Meter abgreifen. Keine Chance. Auch der sicher drinne. Der dritte 7 Meter. Und das vierte Tor. 3:8. Aber gut, zumindest erstmal für Grün-Weiß-Schwerin, dass sie jetzt selber auch das Tor treffen, selbst wenn es hinten noch nicht ganz so klappt. Dass man zumindest nicht weiter in einen höheren Rückstand gerät. Ja, weil die Tore fallen halt nur aus
einzelnen Spielerin, also das heißt im Einzelnen, im 1-1 oder über eine schnelle Welle. Aus dem spielerischen Bereich her klappt hier in Springen auch gar nichts. Das ist eigentlich schade, weil die Mädels haben unheimlich viel Potenzial. Jetzt ein relativ mutloser Wurf durch die Abwehr durch. Bleibt natürlich hängen und dann eine leichte Beute für den Torwart dort. Theresa Meissner scheitert da am Block und die Hälfte der ersten Halbzeit ist um. Es steht 3:8 und die Rollenlage scheint hier klar verteilt. Aber trotzdem wundert mich, dass Steffen da nicht doch noch zur Auszeit greift. Und das war eigentlich Fuß, aber Schiedsrichter lassen den Vorteil laufen, weil Grünwald-Sperrin hat den Ball. Jetzt wieder die Welle gespielt und die spielen sie gut durch. Katrin Hilger, 4:8. Ja, während Schiller fehlt da so ein bisschen die Mitarbeit ihrer Nebenspielerin, der Sarah. Dass sie im gewissen Moment, geht ja jedes Mal gegen die Hand. Da muss Sarah mit zumachen, damit diese Lücke nicht entsteht. Und jetzt. Und genau da ist diese Lücke. Nancy Schubring nutzt sie zum 4:9. Ja, das fehlt halt. Die Absprache zur Hand funktioniert es. Gegen die Hand, wo der Mitspieler, der eigentlich aushelfen soll, dicht am Mann stehen sollte zum Schließen der Lücke, ist nicht vorhanden. Das ist auf der linken Seite nicht so und das ist auf der rechten Seite nicht so. Und das fehlt halt. Und Vita Springen hat immer noch kein Mittel gefunden, um aus spielerischen Mitteln diese Abwehr 6-0 zu knacken. Theresia Meissner scheitert da erneut an der Torhüterin Katharina Semmler. Ja, viel Spielfreude. Bewegung fehlt extrem vorne im Angriff bei Springen. Das heißt, die Bewegung findet erst statt bei dem Spieler, wenn er den Ball gefangen hat. Und das ist kein Handballspiel, das ist Standhandball. Den mag ich nicht als Trainer, den mag ich nicht als Spieler. Und im Endeffekt ist es wichtig, dass man natürlich sich zum Ball bewegt, in die freien Räume bewegt. Und dann hat das Handballspiel auch einen Sinn. Ja, jetzt hat Springen ja auch noch Pech, der Abpraller landet wieder in den Händen der Roten. Und da ist die Lücke da, wird genutzt, auch wenn Laura Fischer den Ball hält. Es gibt wieder 7 Meter und die sind bisher ideal gewesen. Jetzt gibt es noch gelbe Karte gegen Marie Kluth. Ja, ich habe gerade gehört, Steffen stellt die Abwehr jetzt beim nächsten Mal um auf 6-0. Vielleicht erzielt das ja ganz, die ganze Sache dann Wirkung, mal schauen. Ja, bisher keine Wirkung. Der 4. 7 Meter, der 4. Treffer und der 5. Treffer von Kathy Marie Skaschka zum 4:10. Ja, und jetzt versucht das Publikum hier die Mädels etwas zu motivieren. Nur mal gucken, das Kreuz angespielt, jetzt ist man zu dicht vor der Abwehr. Da hat sie den Platz, der Pass. Und jetzt werden sie ihrerseits mit dem 7 Meter belohnt. Aber das ist das, was ich sagte. Jetzt haben sie die Abwehr bewegt, indem sie den Ball schneller hin und her gespielt haben. Die Mitspielerin früher sich bewegt hat ohne Ball. Dann entstehen die Lücken. Dann kommt natürlich auch so eine Situation zustande. Mhm. Nachdem Anna Linke verworfen hat, jetzt Theresia Meissner am 7 Meter Punkt. Mit Glück, aber drin. Ihr erster Treffer in diesem Spiel. Ja, jetzt steht die Abwehr auf 6-0. 5:10. Was man aber positiv bemerken kann bei Grünwald-Sperrin, auch wenn es nach 20 Minuten bloß 5 Tore sind, es waren 5 verschiedene Spielerinnen. Man ist ausgeglichen. Oh, da hat leider nicht das Tor getroffen, sondern lediglich die Werbebande. Jetzt, wo Steffen umgestellt hat, hat sie werfen lassen. Und jetzt vielleicht mal die Chance wieder auf ein Tor, um ein Tor ranzukommen. Nachdem man wirklich in der Abwehr gearbeitet hatte. Und der Kreisanspiel auf Theresia Meissner steht im Kreis. Und das bleibt beim 5:10. Aber es war zumindest mal Bewegung, es war ein bisschen was los.
so sollte es auch sein. Und das haben sie jetzt im zweiten Angriff ineinander getan. Jetzt hoffen wir mal, dass die Mädels das begriffen haben, dass man so sich die Lücken schafft. Weil Bürzu Güstrow ist, denke ich mal, auch keine Übermannschaft. Machen nur aus leichten Mitteln einfache Tore. Ja, ist richtig, auch wenn Bürzu Güstrow zurzeit noch pluspunktlos ist. Jetzt gibt es noch gelbe Karte gegen Theresia Meissner. Und die Agilen, Schweriner Abwehr hatte Schwierigkeiten, die Agilen Güstrower zu halten. Das funktioniert jetzt besser, dass der Nebenmann mit aushilft, nach links und nach rechts. Vielleicht erzielt das Ganze wirklich Wirkung. Nummer 8 von Bürzu Güstrow ist jetzt allein auf sich gestellt. Das heißt, man will abwarten, was die Spielerin wirklich drauf hat. Ob sie eine spielentscheidende Persönlichkeit ist. Weil darüber hat sich Steffen Jaseli auch im Voraus Gedanken gemacht. Ja, da wollte Nicole Müller den zumindest den Freiwurf haben, bekam sie nicht. Sauber, sagten die Schiedsrichter. Und schön durchgespielt. Und da gibt's jetzt die gelbe Karte gegen die Nummer 11. Auf der Seite von Bürzu Güstrow, Antje Krupke. Und 7 Meter erneut für Grün-Weiß Schwerin. Das ist jetzt der dritte und erneut Theresia Meissner an den Strich. Und er wirft ihn an die Latte. Und damit der zweite von 3-7 Metern verworfen. Und für die Konfusion, für den schnellen Angriff von Bürzu noch gut verteidigt. Aus Schweriner Sicht. Es gibt noch 2 Minuten Strafe gegen Grün-Weiß Schwerin. Natürlich, es wurden schon 3 gelbe Karten vergeben. Und 3 nur darf es geben in einer Halbzeit. Deswegen jetzt die 2 Minuten Strafe. Berechtigterweise Nummer 9 hängt natürlich am Hals. Keine Chance an den Ball zu kommen. Deswegen ist das vollkommen richtig entschieden von den Schiedsrichter. Dort auf eine 2-Minuten-Strafe zu entscheiden. Jetzt geht der Ball ganz nach außen raus. Ja, die Abwehr ist jetzt deutlich bissiger bei Schwerin, auch wenn sie jetzt einer weniger sind. Scheint jetzt etwas besser zu klappen. Ja, sie scheinen sich da ins Spiel rein. Jetzt das passive Spiel angezeigt. Der Ball geht an die Latte und Schwerin hat den Ball. Und jetzt Auszeit. Und jetzt ist das Tor ausgehakt. Ja, es ist aus der Verankerung unten raus, muss natürlich wieder befestigt werden. Ja, da kommt auch schon jemand. Ja, schauen wir mal. Stellen wir das Tor erstmal wieder richtig hin und dann ist mit einem Haken festgemacht. Das ist eine Sache von wenigen Handgriffen.